Wir leben in bewegten Zeiten in diesem November 2020. Viele Menschen leben in großer Sorge um die Zukunft, haben Ängste. Doch wie muss es gewesen sein in den Jahren 1914 bis 18, zu Zeiten des Ersten Weltkrieges, und in den Jahren 1939 bis 45, des Zweiten Weltkrieges, als auch aus Hövelhof viele Mütter ihre Söhne und viele Frauen ihre Männer entsenden mussten, gehofft haben, gebangt haben, ob sie denn zurückkehren und oftmals umsonst gewartet haben und ihre Angehörigen betrauern mussten. Auch im Anschluss an diese Weltkriege gab es immer wieder Kriege in dieser Welt und heute gibt es mehr denn je auf unserem Erdball, wo Menschen sich gegenüberstehen und ihr Leben lassen müssen für eine Politik der Aggression. Der Volkstrauertag erinnert an die Opfer dieser Kriege, erinnert an großes Leid und spricht eine Mahnung aus, den Frieden in dieser Welt zu wahren. Ich bin der Initiative um Gustav Theismann und Manfred Schneider herum sehr, sehr dankbar, dass sie aus Anlass des Volkstrauertages in jedem Jahr eine besonders würdevolle Veranstaltung an unserer Mahn- und Gedenkstelle durchführt. Es werden sehr gehaltvolle Texte verlesen von unterschiedlichen Gruppierungen aus Hövelhof. Insbesondere ist auch unsere Hövelhofer Jugend stets mit Beiträgen dabei. Im vergangenen Jahr hatten wir ein Highlight mit der Landesfeier Nordrhein-Westfalens. Die Ministerin, der Landtagspräsident und auch der Vorsitzende des Volksbundes NRW sprechen noch heute von dieser Veranstaltung in Hövelhof, die zu einem der Höhepunkte in der Veranstaltungsreihe NRWs gehört hat. Gerne wären wir in diesem Jahr wieder zum alten Format zurückgekehrt, doch die Corona-Pandemie lässt es leider in diesem Jahr nicht zu, dass wir uns in einem größeren Rahmen begegnen. So haben wir uns entschieden, digital in diesem Jahr Sie zu erreichen. Ich darf Sie herzlich einladen, mit uns zusammen an die Opfer von Gewalt und Krieg zu erinnern, darf Sie aber auch einladen, für den Frieden zu kämpfen. Jeder an seiner Stelle, jeder in seiner Umgebung, jeder in seiner Nachbarschaft. Ein freundliches, nettes Wort kann manchmal mehr Gutes tun als viele, viele Reden im Fernsehen, im Radio oder auch im Internet dieser Welt. Seinem Gegenüber mit gutem Herzen zu begegnen, ich glaube, das ist schon ein kleiner Beitrag, um vor Ort für Frieden zu sorgen. So nehmen Sie teil an dieser Veranstaltung und legen Sie mit uns in Gedanken einen Kranz nieder für die Verstorbenen, auch hier aus Hövelhof. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, am Volkstrauertag gedenken wir der Opfer von Krieg und Gewalt in Vergangenheit und Gegenwart. Wir gedenken unserer gefallenen Soldaten, ebenso wie der vielen Millionen Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Und wir gedenken derjenigen, die bei oder infolge von Vertreibung ihr Leben lassen mussten. Wir vermissen aber auch alle Opfer und Geschädigten aus unserer Sennegemeinde Hövelhof. Wir wollen sie in unserem Herzen behalten. Unsere Gedanken sind genauso bei unseren Soldaten und Soldatinnen, den Einsatzkräften, ganz besonders unserer Patenkompanie 4203, die in diesen Tagen in den Krisengebieten der Welt dabei helfen, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte zu ermöglichen. Unser Gedenken schließt diejenigen und auch ihre Angehörigen ein, die dabei an Leib, Leben und Seele Schaden nahmen. Das Wissen um die Geschichte
die Information über unheilvolles Geschehen, auch in der Gegenwart, verpflichtet uns, die Stimme zu erheben gegen die Verletzung der Menschenrechte und des Völkerrechts in allen Teilen der Welt. Der Volkstrauertag ist dafür besonders geeignet. Er ist nicht mehr nur der Tag, an dem Menschen erinnern und trauern zurückblicken. Es ist ein Tag, der uns erinnert, dass vor 72 Jahren von Konrad Adenauer in Bonn unser Grundgesetz unterschrieben worden ist und eine der verlässlichsten Säulen für unser demokratisches Europa. Zudem wurde 1952 der erste Vertrag zur Gründung der Europäischen Union unterzeichnet. Dazu schreibt Farika Kudoyan in der Paderborner Warte: Mit 4 Jahren bin ich nach Europa gekommen. Es war mein Glück. Ich bin heute 20 Jahre alt und fühle mich einfach wohl hier. Denn unser Grundgesetz sagt im Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Unabhängig von seiner Herkunft und seiner Religion, seinen Ansichten, seines Gesundheitszustandes. Denn der Staat ist um des Menschen willen da, nicht der Mensch um des Staates willen. Ich bewundere, wie weltoffen Europa ist. Darum lasst uns alle bitten, dass wir die Kraft und den Mut behalten. Denn Frieden braucht Mut. Mut, sich einzusetzen. Mut, sich zu bekennen. So geht gerade am Volkstrauertag von den Gedenkstätten eine Mahnfunktion an die jetzt lebenden und zukünftigen Generationen aus. Sie lautet: Nie wieder Krieg. Verhindert Gewalt, tut alles, um miteinander auszukommen. Überwindet Hass, Vorurteile und Intoleranz. Achtet die Menschenwürde. Arbeitet für den Frieden und die Versöhnung. Nur Versöhnung kann jetzt und zukünftig Krieg und Gewalt verhindern. Überleg auch du, was du tun kannst, und tu es. Kleine Möglichkeiten dazu hat jeder von uns. So auch du und ich. Wir können helfen, den Frieden zu sichern. Auch du kannst was tun. Ich glaube an die Gewaltlosigkeit als einziges Heilmittel. Mahatma Gandhi. Eine kleine Geschichte. Es war einmal ein kleiner Junge, der schnell zornig wurde und aus der Haut fuhr. Sein Vater gab ihm einen Hammer und eine große Tüte voller Nägel. Jedes Mal, wenn er ausrastete, sollte er lieber einen Nagel in den Zaun hinter dem Haus schlagen, als seine Wut an anderen auszulassen. Am ersten Tag schlug der Junge 30 Nägel in den Zaun. Die Tage vergingen, und mit ihnen nahm auch die Zahl der Nägel ab, die der Junge in den Zaun schlagen musste. Er fand heraus, dass es einfacher war, nicht auszurasten, als Nägel in den Zaun zu schlagen. Schließlich kam der Tag, an dem der Junge überhaupt nicht mehr ausrastete. Dies sagte er seinem Vater, und der riet ihm nun, für jeden Tag, an dem er nicht mehr ausrastete, einen Nagel wieder herauszuziehen. Wieder vergingen etliche Tage und schließlich konnte der Junge seinem Vater berichten, dass er alle Nägel herausgezogen hatte. Der Vater nahm seinen Jungen bei der Hand und ging mit ihm zum Zaun. Er sagte: Das hast du gut gemacht. Ich bin sehr, sehr stolz auf dich, mein Sohn. Aber schau dir all die Löcher im Zaun an. Der Zaun ist nicht mehr der, der einmal war. Denk daran, wenn du das nächste Mal etwas mit Ärger zu anderen sagst. Deine Worte könnten eine Narbe hinterlassen, so wie die Nägel ihre Spuren im Zaun hinterlassen haben. Auch wenn du sagst, dass es dir leid tut, die Wunde ist dennoch da.